Guten Morgen, Sunshine. Hä? Ach, das ist eine Krähe. Was machst du da oben? Warum sind sie hier oben? What you do? Redda. I come. Ja. Oh, schade. Scheibenkleister. Die Maus schläft. Oh, der hat einen Sprung gemacht. Das auch. Guck mal. Wir hatten da unten abgeschnitten. Was ist hier los? Hä? Mahmoud, ja. You clean this aloe vera? Who cut this? And who cut this palma, Alefikra? Which one, Ani? Why? Why you don't tell me you cut it? You give me permission 6 months ago. You say not, I said... I don't say this. Everybody touch this palma. I don't know. And this aloe vera. Coming like, I don't know. Die ist doch abgebrissen. Oh, hör mal auf. Dieser Garten. Ich habe heute was gesehen. Im Internet. Der, oh je, jetzt sieht es aus. Da wuchern die Spinnen. Im Internet was gesehen, ein Elefantenfuß hat nach 27 Jahren geblüht. Der ist 27 Jahre alt geworden. Hallo Babys! Hallo Baby! Oh, was gibt der euch? Hallo Fausel! Hi! Hi! Und wer ist da? Da ist der Zucker. Ohne Honig, Kürbis kriegst du. And for the baby, what you give? They eat, don't eat together. You must give extra. Hier. Huh? Guck mal. Ach, Mahmoud hat Angst. Das ist der Wäsche. Gell, Zucker. Du, das kriegt der... Der Kleine braucht auch was. Oh, du kommst ja überall noch. Baby, komm hier. Hier ist deins. Komm. Hier, lecker, lecker. Komm, da. Ist nicht für dich. You're afraid from Fausel. Komm. Nee, Fausel, komm. Guck hier. Lecker, lecker. Komm, Baby. Der klaut da. Baby, komm, hier. Nur mal gucken, hier sind so wenig Katzen. Ich habe immer Angst, da liegt eine. Nee, hier sieht es aus wie Kraut und Rüben. Ich kann es gar nicht zeigen. Ich zeig's nicht. Ja, Herr Vivi. Ja, fein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Und irgendwo 9 wird der andere sein. Ja, ja. Okay. Lasst mich mal hier reingucken. Hier sind die schwangeren Hasen. Häsinnen. Ja, Habibi. Ich will die Reifen runter machen. Hallöchen. Macht mal hier das so. Oh, habt ihr viel Futter. Und was ist hier los? Geht's den Kükis gut? 1, 2, 3. Alle da. 3 Küken mit der Glucke. Ja. Wisst ihr was? Tun das mal hierher. Wir machen mal eins runter. Es kann nämlich sein, dass ihr hier irgendwie euch Babys... Upsala. Dass ihr Babys... Komm hier in die Ecke noch. Oder hier so. Dann könnt ihr irgendwie euch... Eine macht da, eine macht da und einer hier. Gell? 3 vielleicht schwangere Häsinnen. So, 5, 2, 4, 5, 1, 2, alle da. Gut, ich komme. Was ist los? Warum bellen sie? Ist jemand im alten Haus? Der kriegt auf die Gosch. So, Fausel. Ist okay. Oh, guck mal, hier ist noch was.
Hier ist noch was für dich, ganz eiskalt. Eiskalt. Du, gell? Klapphalde. Lieb sein. Hab noch ein Dings bestellt. Für die 2, 4, 6, 18 jetzt hier drin. Genau. Langsam müssen wir mal schlachten. Also nee, ich will das gar nicht. Was habe ich bestellt? Das Katzenfutter hier. Breeder. Ja. Habe ich jetzt nochmal 20 Kilo bestellt. Weil wenn wir im Urlaub sind, Hundefutter haben wir noch genug. So, weiter geht's. Wir kontrollieren alles, was dieser Mann gemacht hat. Aha, frisches Wasser. Gut, gut, gut. Ja. Hat er die Eier rausgenommen? Was ist denn da los? Wer war das? Was machen Sie? Hä? You have made this for them. Das ist so rund. Aha. You were found eggs inside? Nein. You go here inside to this chicken. Also, jetzt glotzen wir mal. Huch! Also, die kriegt Futter und frisst nichts. Mach mal Licht an. Peggy! Ja, Baby. Du liegst nur halb auf der Eier drauf. Ja, ich weiß, jetzt wird's echt Zeit. Noch eine Woche. Dann, okay? Hier ist der Gluckenschiss. Da auch. Die macht schon ihr Ding, gell? Die brütet halt jetzt eine Woche länger oder 10 Tage länger, die Arme. Aber die Peggy ist Profi. Die brütet ja nicht zum ersten Mal. Bei der Zora weiß ich nicht, das hätte ich mir nicht getraut. Aber die kriegt ja genug zum Fressen. Gell, ihr? Durchzähle. 2, 4, 6, 8, 10. Alle da. Ja, guck mal, so ein schöner Hahn. Du bist schön. Du auch. Tolle Hähne. Ja. Mahmoud sagt, wir haben nur zum Gucken Hähne. Ja, wunderschön. Riesendinger. Ein Riesenbräuler. So, weiter geht's. So, die Schildis. Ja, Habibi. Also, die Schildis sind hier unten. Mr. Gobel. Wo ist Sahara? Ah, hier. Hallo. Okay, ich mach mal die Tür zu, weil dieser Gobi ist so schlau. Der steht auf und geht raus. So. Schick. Jetzt gucken wir mal, ob der Mahmoud im Swimmingpool ist, weil so lang, was der da rummacht, ich glaube, der ist im Wasser. Oder er macht es die Folie. Hey, Frieda. Hallo. Hallo, Frieda. So. Wir warten immer noch auf das zweite Monsterschaf, das schwanger kommen soll. Keine Ahnung. Ja. Okay. You are in the water? Hä, wo ist Simsim? Mahmoud! Ach, der ist gar nicht mehr da. Wah, Simsim ist frei. Oh, Hilfe. Halas! Wieso ist die Simsim jetzt frei? Der Simsim. Jetzt gucken wir. Ist hier irgendwo jemand draußen? Nee. Oh. Wo sind denn die ganzen Hasen? Hier ist kein Loch. Sind die aufs Feld? Gut, eigentlich können wir dich auch freilassen, wenn du lieb bist, Simsim. Ja? Bist du lieb? Ich muss gucken. Du lässt mir die Karnickel in Ruhe, gell? So. Also. Was machen Sie hier? Aua! Oh. Super Sache. Okay, alles Paletti. Ich habe mir gerade den Rücken hier, die Schulter angeschlagen. Ja gut, dann putze ich das mal
Wie immer. Das Problem ist mit der Selwa, wenn sie hierher kommt. Weiß ich nicht. Was habt ihr für einen Vorschlag? Weil wir sind, wie viele Tage sind wir weg? Ich glaube 17 Tage sind wir in Marsa Alam. Da war es am billigsten. Für uns. Wir haben 2 Zimmer gebucht. Und all inclusive. Das muss sich auch lohnen, ne? So. Und 17 Tage nur zusammen mit den Kindern. Also wir kommen zurück, ich glaube am 1. Ja. 1. August. Ja. Na gut, Simsim. Wenn du lieb bist. He's free. Don't tell me that. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach, ich weiß nicht mehr. Ach so, macht ihr mal einen Vorschlag. 17 Tage. Selwa muss hier reinkommen. Die muss den Pool. Ich würde Simsim da hinten anbinden, nur mit der schwarzen Leine. Muss er halt mal 17 Tage kurz bleiben. Und sie auch irgendwie anbinden. In der Ecke. Ja. Baby muss man nicht anbinden. Fause ist angebunden, aber den mache ich auch kürzer, da, weil, ne? I say to the people, how we make this when Selwa is feeding them, we'll feed them. We take Simsim with the black and put it in the back. Marbut. And Sheila, we catch her and fix it here, that she's here. And this we put away that she not, that nobody can roll his rope. And then Selwa can come here and clean the pool. You understand? And even with the Asaya with Coco. Dann kann er auch Coco mit dem Stock kommen, weil wenn die den Stock sehen, dann kommen die nicht an den Mensch. Ja, and all the Arnab down in the holes. Look, you don't see one. I hope it's, also I opened yesterday. Ich habe das Loch aufgemacht. This is till the Asaya, till here, this Hadid. I think, hoffentlich gehen die nicht zur Farm. Maybe they are already all out. I don't know. And how many? Da war doch wieder da, die Kakerlake da im Wasser, gell? How is looking this today? Oh, geht so. Gut. Nix. But mach mal. Oh, Danny Wahed. Look, this is walking, not flying. This is not tippen, this is something. I get. I fix it here and down. Kiddy. And I bring it through here. La, you fix it here. Mm-hmm. We bring stones to make it here. Let the stones here and fell like this. You understand? I need it here, bizap, not here open. And I put it down. Make it. If I fix it here, you cannot fix it here. Yes. Mahmoud, I put just stones on the folia here. If you fix it here, it must come here. Oh, Mahmoud, wait, I must explain. Oh, der Animal Protector. Guck mal, mein Mann. Der Tierschützer. Ich find's nicht gut, dass die Affen angebunden sind, wenn wir im Urlaub sind. Die Selwa soll einfach noch ein Kind mitnehmen und jeder hat einen Stock. Und wenn die frei, dann sollen die sollen frei sein und dann kann sie hier auch putzen. Hey, so ein Stock. Ach, jetzt probiert er's aus. Jetzt gucken wir mal. Mit dem Stock. Mhm. Ah. Okay, now try put your look in the floor. We will see what they do. Don't put water. Ah, gut, Mahmoud. They know you. You see now you can you do this every day without my help. Wonderful. Bullshit now. Every day you show another thing what you can do without me. Oh. Heute habe ich ihn gefragt, hast du das jemals bereut, mich geheiratet zu haben? Nee, sag ich, lüg nicht. Nee, wirklich nicht. Und dann habe ich eigentlich erwartet, dass er mich fragt. Und du? Mich hat er gar nicht gefragt. Sag, Mahmoud, you don't ask me if I think maybe we make bullshit that we marry. For you,
Voll Bullshit. Voll Bullshit. Okay, also war doch gut. Super. Jetzt kommen die. Du musst nicht auf Kohlen Gamma. Can you come to open the monkey? Von Massa Alarm. Wir müssen herfahren, dass wir die Affen aufmachen. Also now I feel hot. So, I go in the pool. Where are you? Alone I don't go. Viel Spaß, sagt er. Dann trinke ich meinen Kaffee weiter. Lalala, halas, halas, halas. Mich heiser. I want to go bring fruit to the monkeys. Ach so. You are such an animal lover. Jetzt geht er und bringt Futter für die Tiere, für die Affen. You love the monkeys. Mayani. Mahmoud, look. We really have fed a man here. We must think that what we eat. Mashallah, Allahumma barik. We have eight, I think, inside. Mix, grocery, eat it. The children love it, you love it. Yeah. And only it, where you're all tiki-tiki. Guck mal, wie er zittert. Der Don Juan, how he's shaking. You see this white? Sag mal, versteht ihr das? He understand us. Der hat doch nicht so gezittert. Sieht man gar nicht. He was shaking like this before. Maybe he hear it. Ach so, das ist gar nicht Don. This is not Don Juan, das ist Don Juan. Nee, keine Angst, du wirst nicht geschlachtet. Ach gut, super. They understand, Mahmoud. Jetzt hat er aufgehört. Hast du gesehen? Dich schlachten wir nicht, Hanoi. We will let you 3 days. Aywa, and look, he become good now. Ho, baby. Also, nee. Anyway, this is too big. We will not eat. The lahma is done. They are more than 1 year. This is, and he is 1.5 or 2 years, hatta. Don Juan. Du, die Hase verstehen mich. Wir müssen jetzt flüstern. Mahmoud, we must whisper in the hush when we speak about killing. Whispering. Psh, 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 psh. In the other language. Yeah. Come, let them outside. But can you make water? Yes, here. Can you make water for the Sochlofa? Komm, Yalla, komm. Komm, Diva, komm raus. Diva ist so ein Säckel, die kommt nie raus. Komm! Komm, Habibti. Du bist doch so sweetie. Oh, du wirst immer schwerer. Aha. Na? Jo. Here is. Put it in the. Not in the sun. This water will be hot in the sun. I bring the small. I think you want to try for now. Ach so. Der hat den kleinen Hund gekauft, weil er gedacht hat, der wird nicht überleben einen Monat. What a big mistake. So ein großer Fehler. Not with me, Mahmoud. I care. She. So we bring another one to see if it survive or not. Dieser Mann hat gedacht, der Hund stirbt, dann kaufen wir den. Ach was. Und ist immer noch da. Ach, muss ich lachen. That you know, the dog opened the door by himself. You see? Fino. This are Fauzi, don't make you something, Mahmoud. He's sweetie. Gell? Ja. Okay. What is this? This is food. Komm. Fool. Wow. Horrible. And this is the skin from the ma'ash. I don't know. Yalla. Who want it? We throw it here. Ah.
Und der Bubu ist da. Dein Bubu. Guck mal. Was ist denn das? Pansen. Guck mal. Oh. Puh, stinkt das. Puh. Aber nicht arg. Es ist ja getrocknet. From where is this knife? My mother. What you do your mother here? It she kill? Clean it here. And what they clean? After them throw the ma'ash. Throw the knife. Allah, I bring the ma'ash. Maybe it was in the Iwasa. Dann khalas. Why? Mahmoud, you can wash it in the... We eat from here. Food is not washed. Okay, then we have a new knife. Okay. Dann haben wir, guck mal, da haben wir jetzt ein neues Messer. Wow, mashallah, I don't saw it. Habibi, your animal lover number one. Guck mal, you learn much from your wife. Oh. Hey, why you put her back? She come running. La! It's hot for her, it's bitter here, shadow. Why let her run in the hole here up and down? Let them shwaya. They need hawa. They need to run. I bring it. Diva, come. Yalla Bina. Finha. Come, Diva. Come. Come here, du. You don't want? Leah. Come, Habibti. Come. Da ist die. Here she is. Here she comes. Yalla. Maybe she... Oh, Entschuldigung. Habibti. Cook, we let this open. Then he can run, go and back. He support. Sport. He take care for our hush. Yeah! Here is also nice weather. You go to the donkey already? Also, die Esel sind fertig gemacht. Okay. Ich gehe jetzt wieder rein. Mahmoud geht raus. Boah, ist das eine Hitze. Also, I go inside, Mahmoud. It's done for me. Oder überleg, hole mir was zum Trinken und gehe in den Pool. Es könnte alles möglich sein. Wir schauen mal. Uff. Da könnt ihr mal sehen, die Hunde sind super Wachhunde. Die bellen und bellen und bellen. Ich komme raus, was ist los? Die Esel sind frei. Ich habe eh schon zu meinem Mann gesagt, ja, Fini. Dann habe ich die Esel rein. Jetzt hat mein Mann gesagt, es ist viel zu sonnig für die. Die müssen hier herkommen. Gell? So. Ja, halas jetzt. Halas, gell? Das ist nicht ihr Platz, ich weiß. Ist nicht ihr Platz. Der Fino weiß ganz genau, das ist Rallat. Das ist falsch, dass die hier sind. Gell? Ich schwätze und schwätze. Wann ist denn ausgegangen? Moment. Naja, ich bin irgendwo drauf gekommen. Egal, machen wir weiter. Neues von der Beauty. Ich nehme Beauty zurück. Also das ist nicht, weil es ihr schlecht geht. Guck mal, mein Mann lässt immer das Wasser in der Hitze. Aber ich trage das jetzt nicht. Ich gehe jetzt erstmal in den kalten Pool, der Egoist. Beauty ist... Jetzt gucken wir hier, Hasen, alles okay. Ja, was machst du da? Wartest du bei dem Loch? Guck mal. Sim. Ich geh mal kurz rein. Sorry, ihr wollt jetzt über Beauty wissen. Ich muss aber ganz kurz gucken. Mir gefällt es nicht, dass der da der hockt. Nicht das, was mit den Hasen ist. Kriegt da Herzinfarkt. Der hockt vorm Loch. Da ist ja niemand. Die sind alle hier unter dem Brett. Alle. Warte. Ja, alle. Ja, lass sie unterm Brett sein. Du, gell? Ich muss aber mal gucken, dass die schon wieder auf dem Feld sind. Na, ist hier noch was? Lass mich mal gucken. Die sind ja alle kleine Häschen. Die werden alle hier sein, oder? Ja. Alhamdulillah. Boah, bist du schmutzig. Was ist mit dir los? Bist du die Kraperin? Die Marshmallow sieht aus. Habe ich euch jetzt verletzt? Nee. Alles gut. Okay, hier liegt nichts. Das sind alles Plüschtiere. Guck mal da.
Ja gut, alles okay. Muss ja kontrollieren. Also nochmal mit der Beauty. Gestern ruft mich der Rushdi an. Ja, wenn du die Beauty wieder haben willst, musst du 2000 Pfund zahlen. Der ist beim Trainer. Die ist beim Training. Beim Berg. Oder Friedhof, Jabal. Bei den Bergen. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, Rushdi. Ich habe dir das Pferd geschenkt. Habe zu dir gesagt, ich habe 8000 Pfund bezahlt, das weißt du. Viel zu teuer und sie war nicht schwanger. Ich habe zu dir gesagt, Option A, drei Sachen. Du gibst sie nicht ab, du behältst sie bei dir und du verkaufst sie nicht. Sonst kommt sie wieder zu mir. So, erstmal die kalte Kohle abstellen. Ja, was macht er? Ich habe sie ja nicht verkauft. Das Training ist 2000 Pfund. Sag ich, du, das hast doch du. Außerdem hast du mir gesagt, die ist erst in Reisi, hockt sie darum. Und wird trainiert und jetzt ist sie auf einmal beim Berg. Seit 6 Monaten ist die nicht bei dir. Warum? Ja, die hat gebissen und hat getreten. Sag ich, das stimmt doch gar nicht. Hast du sie geschlagen? Nein, aber die, ja, und die kommt mit ihrem Pferd nicht klar. Sag ich, das hättest du mir doch sagen können. Ja, jetzt kannst du ja haben, ich kann sie nicht nehmen. Außerdem ist das Futter zu teuer. Also der Reiche, der immer sagt, er hat so viel Geld und da, kann sich das Pferd nicht leisten. Und er kann auch nicht die 2000 Pfund bezahlen. Und dann habe ich gesagt, ich will mit deinem Vater sprechen, mir reicht's jetzt. Ne? So. Okay. Gib mir deine Mutter, die ist nicht da. Ja klar, wo soll die Mutter sein? In der Disco. Weißt du, wie mein? Auf jeden Fall. Jetzt geh erst mal rein. Ablenke. Schwätze ich mit dem Vater, erzähle ihm das alles. Und ja, jetzt ist sie auf jeden Fall schwanger, die 100%, die Beauty. Und, oh, ist das schön, aber warm. Ich bin hier im Schatten, ist besser. Guck mal, wie schön. Oh. Und ich habe gesagt, warum soll ich jetzt Geld bezahlen für das Training? Das habt ihr gemacht. Außerdem ist 2000 Pfund viel zu viel. Ihr wisst, ich habe schon 8000 bezahlt. Dann hat er gesagt, ja, komm, jetzt kriegen die Dinger wieder Futter, die Ameisen. Hier. Dann machen wir 1500. Dann habe ich gesagt, weißt du was, für die 1500 mache ich nicht rum. Dann zahle ich das noch, aber ich will mein Pferd zurück. Ich bin doch nicht der Dackel von euch. Und ich bin noch mit niemandem böse, aber so geht's nicht. Mein Pferd wird nicht da beim Berg gelassen. Ja, er hat das... Kostet 1500 Pfund im Monat, die Pferdekosten, Bersim, also das Futter. Sag mal, ich rede und rede und das ist wieder weg. Die haben kein Geld, weil ich muss ja erstmal gucken, was ich sage. Der hat auf jeden Fall kein Geld. Aber der Sohn kauft sich für 16.000 Pfund oder er sagt 4.000 Pfund eine Smartwatch. Also eine Uhr. Ja, für was brauchst du eine Uhr, wenn du ein Pferd nicht haben kannst, wenn das überhaupt stimmt? Das hat der Mann die gefunden in Hurghada, weil der Vater, der arbeitet in Hurghada, Safaga. Hör mal auf, ich glaub gar nichts mehr, subhanallah. Ich bin auch nicht böse auf den Jungen, er kann ja auch nichts dafür, der Vater ist da irgendwie. Mein Mann hat gleich gesagt, mit denen ist nicht gut Kirschen essen, unsere Familie hat mit denen nichts zu tun. Aber ich sag, du hast doch keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, mittlerweile will ich noch nicht mal, dass meine Tochter da einheiratet. Auch wenn die reich sein sollten und viele Grundstücke haben, aber die können nicht mal 2 Pferde. Also, es ist nicht wegen dem Geld, aber wegen der Art, wie der Vater ist. Und das geht nicht. Also, die ganze Familie kommt zu uns, kommt für mich jetzt auch nicht mehr in Frage. Egal, ob ihr Sohn später so ein großes Grundstück hat, pipapo, oder die Söhne. Das geht nicht. Und da hat mein Mann wieder recht, der kennt ja die, deswegen soll man ja auch immer auf die Leute hören, die hier wohnen, die kennen sich. Und deswegen sagt er will nicht, dass seine Tochter da einheiratet. Du wirst schon merken, warum mit der Zeit. Und ich so, ja, das werden wir sehen. Und zack, habe ich's gemerkt. Ja, also der Mann, mit dem habe ich gestern telefoniert, sage ich, ja. Bring die Beauty wieder zurück. 3 Tage gibt er mir Zeit. Hat er gesagt, so, er muss jetzt erstmal nach Hurghada heute. Dann kommt er in 2-3 Tagen wieder zurück. Und dann holt er die Beauty. Und ich habe gesagt, ich will auch nicht, dass die Beauty bei dir bleibt. Ich will sie komplett zurück. Alles, mir ist alles egal. Ich will mein Pferd haben. Und
Auch mit den Halftern, mit allem, was ich gegeben habe. Nicht, dass du mir kommst und behältst die ganzen Zubehörsachen. Mit allem, weil ich habe genug ausgegeben für das Pferd. Jetzt nochmal 1500, was denkt ihr denn? Die Deutsche kann man melken. Zuerst hieß es, der Mann wollte 7000 Pfund für das Training und das ist die Verpflegung. Er ist dann runter auf 2000 und jetzt nochmal 500 runter. Du, das sind doch Mafia-Typen, sagt mein Mann. Das kann doch gar nicht sein. Ja, aber du, das ist Lehrgeld wieder und mir geht's wieder mal ums Tier. Mein Mann will die Beauty nicht, sag ich, du, ich will die aber. Es kann nicht sein. Da geht's ja gut, die ist gut genährt, die kriegt ihr Futter, die und anscheinend kann man die reiten. Ganz easy peasy, die hat keine Angst mehr vor Autos, vor Fahrrädern. Also die kann auf der Straße geritten werden, die ist ganz ruhig. Die beißt und schlägt nicht aus. Aber das hat sie ja auch noch nie gemacht. Also gut, bissle vielleicht, aber nicht arg. Und das werden wir sehen. Und dann hat er gesagt, ja, der Jonas kann ja mit dem Rusti ein bisschen. Guck mal, da kommt ihr. Kommt ihr auch in den Pool? Na kommt, na kommt. Die können ja dann zusammen ausreiten, habe ich gesagt. Ja, und das war ja mein Plan. Deswegen habe ich ja das Pferd geholt, damit die beiden ausreiten können. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Younes hat gar keine Lust auf den Jungen. Also Younes hat gesagt, es ist nicht so sein Ding. Der ist immer ach egal, ich will nicht Also sogar mein Sohn will den Kontakt nicht so. Aber ich muss sagen, der Junge kann nichts dafür. Der wächst halt so auf, ne? Aber ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin aber froh, dass wir auf jeden Fall, er hätte ja auch sagen können, die ist gestorben. Aber ich habe gesagt, dann will ich ein Foto sehen. Oder wenn sie tot ist, komme ich sofort und gucke den Kadaver an. Die Leiche. Dass ihr gleich wisst, ich glaube, das erst, wenn ich sehe. Ja, aber ich kriege sie ja jetzt zurück und in einer Woche ist sie wieder da. Alhamdulillah. Und dann gibt es hier einen Trainer, der kommt zu dir nach Hause. Jetzt habe ich mich nämlich auch informiert. Ab zum Rusti gesagt, ich werde jemanden finden, der die reitet. Ja, du kannst auch den Trainer holen von da, der und der. Sag ich, ja, das hätte ich mir auch früher sagen können. Ja, dann wäre nämlich das ganze Ding nicht gewesen. Und mein Mann, jetzt müssen wir noch Trainer bezahlen und alles Mögliche. Sag ich, ja, so ist es halt. Ja, das Pferd kostet uns nur Geld. Sag ich, na und? Es ist ein Lebewesen und die ist noch jung und ich liebe die. Und das war wirklich. Ich habe mich auch gescheut davor, die zu besuchen, weil ich habe wirklich Herzschmerzen. Und ich habe immer auch die Hitze natürlich vorgeschoben. Ich will sie nicht sehen. Wenn ich ein Bild sehe, kommen mir die Tränen. Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll. Das war für mich auch immer so, nee, ich gehe nicht hin. Das war mein Herz gebrochen, als sie weg waren. Das war auch so ein Ding, wo ich so depressiv geworden bin, weißt du? Alle Ziegen da tot, dann mein Angel gestorben, dieser Schock mit der Oma musste ich schlachten, oder weißt, Notschlachten, und das haben wir ja dann auch nicht gegessen, logisch. Alle Babys immer tot und dann noch die Beauty abgeben, also ich war schon fertig mit den Nerven. Und jetzt, wenn sie wieder kommt, ich habe richtig gute Laune. Und wir gehen noch bald in Urlaub nach Marsa Alam, da ist super Wetter, Leute, es ist ja kühler als Hurghada. Es ist nicht so heiß. Das ist immer so 3 Grad kälter, also immer unter 40 Grad. In Hurghada ist jetzt über 40 und bei uns ist Mitte 40. In Alexandria ist 30. Da könnt ihr mal sehen. Also Alexandria wäre super gewesen, aber ey, wegen 10 Grad Unterschied zahle ich nicht. 200. Ich habe das Geld ja auch gar nicht so viel. Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt gebucht und wir haben 2 Doppelzimmer. Und es ist mit Fitnessstudio, Sauna, aber ich glaube, ich gebe genug Sauna, du. Das schaltet sich immer von alleine ab, ich glaube, wegen der Hitze. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt langsam mal. Ne? Bald ist Beauty wieder da, inshallah. Und ein Schaf, frisch schwanger. Was anders kriegt er nicht hin momentan. Ich habe gesagt, bring ein Schaf oder das Geld. Dann bringt er ein Schaf, wo 3 Monate schwanger ist. Er wollte eins bringen, wo in einem Monat Babys kriegt, aber das findet er gerade nicht. Du, das brauchen wir auch nicht. Also, ich wollte das Geld, mein Mann will das Schaf, also dann kommt noch ein Schaf. Sag ich, kriegen wir das hin mit dem Bersim? So viel Schafe und jetzt noch das Pferd und die 2 Esel. Ja, er überlegt, natürlich will er, mein Mann, der will das, die Schafe und ich will das Pferd. Also, wir kriegen das hin. Ja, was? Kommen die Esel jetzt, haben sie die Tür aufgeboxt. Ja, ich lasse die Esel jetzt hier, weil da drüben ist viel zu viel Sonne. Das geht nicht. Ja, nachmittags vor allem.
Na, abends könnt ihr wieder rüber. Gut, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich relaxe hier im Pool. Wasser ist schon heiß, warm, nicht so kalt wie normal. Ja. Bis die Tage, Barcelona. Boy, boy.